Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacher-Freunde zu Majesty Gold HD. So, wir versuchen nochmal die letzte Mission. Also die Spires of Death. Wenn wir die gemacht haben, haben wir alles geschafft. Gott sei Dank. Also es kommt noch eine Übermission, die man nicht sieht, die erst freigeschaltet wird, wenn man die Spires of Death geschafft hat. Ja. Ich habe noch mal mir den Walkthrough angeschaut. Also ich habe mir den Walkthrough für Spires of Death mal angeschaut. Und ja, die Wellen, die kommen, werden nur dadurch stärker, dass wir mehr Helden haben. Also es gibt eine Grundwellenstärke, das ist die am Anfang mit den Goblins. Und irgendwann kommen dann halt die Werwölfe und die Vampire, was nicht so schlimm war. Aber ja, wenn wir zu viele Helden haben, werden die Wellen zu stark und wir werden irgendwann überrannt werden. Wenn wir Spires zerstören, spawnen diese Super-Goblin-Wellen, auf die wir auch nicht gefasst waren. Deswegen dürfen wir nicht, müssen wir darauf Acht geben, dass keine Spires zerstört werden. Solange wir nicht bereit sind, sie zu zerstören. Außerdem müssen wir jetzt gucken, da wir wieder neu anfangen, wo die Spires stehen, also aus welchen Richtungen Wellen kommen. Wenn es zu viele Richtungen sind, müssen wir neu starten, weil wir nicht alles abdecken können. So. Erstmal Blacksmith I bauen. serve with pleasure. Und Arrows erforschen, weil wir stehen immer in der Mitte. Die Spires jedoch sind random um uns herum. Your Highness, we've improved the guardhouse. Ach, sehr schön schon mal. Und Your wir werden Majesty, keine a new Ranger-Gilde, building is sondern complete. eine Rogue-Gilde bauen. Und schon mal ein bisschen mit Forschung anfangen. Die Gilden kann ich bauen, ich darf nur keine Helden ausbilden. Wobei ich die Rogue-Gilde halt brauche, um meinen Palast abzugraden. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Ja, deswegen bauen wir die Rogue Guild. Weil ich werde nicht aus der Warrior Gilde Your Warrior Majesty, ausbilden. a new I building serve is complete. with pleasure. Your Majesty, a new building is complete. So, Rogues. Majesty, the local blacksmith offers new services. Die sind erstens günstiger als Ranger. Schneller ausgebildet als Ranger. Und sie Sovereign, erkunden your das marketplace Gebiet now serves you better. Nicht so extrem wie Ranger. Das war nämlich auch etwas, was im Walkthrough stand. Eine kleine Erinnerung. Paladine greifen nur das an, was sie sehen. Sie gehen nicht von selber auf. Halt! Ja, sagt's mir, sie geht nicht von selber auf Erkundung. Sovereign, your marketplace now serves you better. Your Majesty. Sovereign! A building has been with upgraded. Pleasure. Your Highness, the palace renovations are finished. So, jetzt können wir den Taurus-Tempel bauen. A building has been upgraded. I'm out of here. Okay, das sieht so aus, als ob die Goblins von Süden und von hier kommen. Majesty, the palace is under siege.
My ambition has paid off. I serve with pleasure. My ambition has paid off. Meine Rogues sollten allerdings einigermaßen in der Lage sein, dem Herz zu werden. In the name of the sovereign has paid off. Vor allem, weil sie jetzt verdammt schnell aufleveln halt. In the name of the sovereign. My ambition has paid off. In the name of the sovereign. Also hier müssen wir uns verteidigen und hier müssen wir uns verteidigen. Grob, so ganz grob gesehen. Hold your majesty. I serve with pleasure. Sicherheitshalber wähle ich mal die Rogue Guild da ab. Sovereign, your marketplace now serves you better. Your Majesty, our new building is complete. More gold, your Majesty. Ja, nur Skelette ist ein Problem für. Meine Rogues. Also ja, möglichst in dieser Richtung bauen. A building has been upgraded. Hold your majesty. Tax collector. You won't get my gold. Da kommt schon der nächste Goblin Angriff. My ambition has paid off. I serve with pleasure. Hold your majesty. Halt. Okay, ich habe langsam das Gefühl, sie kommen doch aus allen Richtungen. Praise Doros. Halt. The unholy on me. My ambition. Halt. Ich glaube, ich starte einmal neu. So, baut mir den Blacksmith, dass wir gleich die Rogue Guild aufbauen können. Und dann gucken wir mal, wo überall die Goblins diesmal herkommen. Hi-ho. Your Highness, we've improved the guardhouse. Und ja, ich warte lieber, bis die Blacksmith gebaut wird, weil wir haben ja scheinbar ein bisschen Zeit am Anfang. Bevor die erste Goblin-Welle kommt. Oder die kommt eher wirklich erst, sobald wir angefangen haben. Your Majesty, a new building is complete. Rogues auszubilden. Your Highness? If our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. So, Marktplatz. Hierhin? I know. Majesty! The local blacksmith offers new services. So, letzter Held. Sovereign, a building has been upgraded. Your Majesty, a new building is complete. Tax collector.
So, die graden wir dann ganz schnell das Castle auf. More gold, your majesty. Sovereign, your marketplace now serves you better. Your highness, we've improved the guardhouse. Your highness, the palace renovations are finished. Tempel von Taurus. Sovereign, your marketplace now serves you better. Okay, Goblins kommen von Norden und von dort bis jetzt. I'm out of here. You won't get sovereign, my gold. A building has been upgraded. Tax collector. Leave my gold alone. My ambition gold, your majesty. In the name of the sovereign. Your majesty, a new building is complete. In the name of the sovereign. Ja, diesmal nur von hier und von hier. Damit können wir umgehen. Tax collector. You won't get my gold. I'm in the name of the sovereign. You won't get my gold. Aus der Richtung kommt jetzt auch auf einmal was. My ambition has paid off. In the name of the sovereign. So erstmal Paladine kümmern. Noch ein Paladin und jetzt. The law of Doros is above all others. Dann den Protection Ring, damit wir den Marktplatz schnell abgegradet kriegen. Also ja gut, es geht noch. Sie kommen von hier und von hier. Sovereign, your marketplace now serves you better. The law of Doros is above all others. Ja, die wir rennen zum Glück nicht weit zum Erkunden. The law of Doros is above all others. Tax collector. So, als nächstes ein Inn bauen. Einfach, dass wir eins haben. Tax collector. Gut, wir haben schon mal 4 Paladine vor der nächsten Welle. Das ist gut. Tax collector. I help. The unholy on you. Hold your majesty. Tax collector. Ja, dadurch, dass wir jetzt halt 4 Paladine haben, kommen auch Overlords. You won't get my gold. My in the name of the sovereign. Your Majesty, a new building is complete. The unholy are near. In the name of your the highness, sovereign, the elves wish to join our prosperous kingdom. Jo, das war mein Guardhaus, aber das ist halb so wild. The unpraised Doros. Doros has spared. Praise Doros. You won't get my gold. So, jetzt habt ihr etwas Geld, also gebt das auch mal aus, um euch Heiltränke zu kaufen. Sovereign, a building has been upgraded. Und Protection Ringe. Und bessere Rüstungen. Tax collector. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Hold your Majesty.
tax collector. The unholy In the name of the sovereign. Majesty, the local blacksmith offers new services. Und vielleicht, um das hier zu sichern, weil das einigermaßen okay ist mit den Richtungen, aus denen die Gegner kommen. Weil komischerweise von hier sind diesmal gar keine gekommen. Praise Doros! More gold, your majesty! I hope. So, machen wir mal Market Day, weil er holt jetzt das Geld dort ab.